Дорогие братья и сестры, дорогие гости этого собрания, разрешите мне поприветствовать всех вас именем Господа нашего Иисуса Христа и пожелать всем вам Божьих обильных благословений. So ungefähr wird sich der Approach hier in den Fundessen Oswald bereusen. Ja, ich freue mich, für dort von Jünd mir ein Tänje brachte für Trüen hier mir entladen, am Jünd töbte sie wert, dass ich über das Wort Gottes Notendenken, Utertüschen, ich freue mich für die Gemeinschaft, die noch für uns ist, und ich wünsche der Herr schenkt Gnade, dort diese Zeit werde ich für uns alle kann erbühlich sein. Ich wünsche auch besonders für die, die noch nicht Frieden am Hort haben, dass die diese Lernheit nutzen. Ich denke immer, eine, ja, Abendversammlungen sind immer eine gute Lernheit für die lange Segen sind, einen Frieden mit Gott, aber vielleicht noch einmal nicht die Möglichkeit haben, sich zu betieren, dass sie in seiner Abend ganz besonders damit reden können. Da sind viele, viele Menschen, die für diese Zeit beten. In Deutschland sind viele Gemeinden, die für uns beten. In Okir, in Mexiko sind die Mendes, in Bolivien sind die Mendes, alle während wird dafür gebet, dass diese Ovenstern gesehen sind und dass der Herr durch seinen Heiligen Geist in unser Mert wirken kann. Mir war die Frucht, ein kleines bisschen von meinem Leben zu vertellen, vielleicht es hat ein guter Anfang hier. Ja, es ist ja immer ein bisschen interessant, für mich nicht, aber für jeden vielleicht, von meiner Herkunft, als ich eine Ölkornier aus Russland, und sie da geboren und sie da 20 Jahre, ja, 21 Jahre alt geworden, euer wie in Deutschland tragen. Und so sie halt so ein bisschen anders abgewachsen als hier in der Reva. Jank hat mir von der ein bisschen zu vertellen. Aber nicht bloß der Reva, wo ich geboren sind, ja, was wir da alles in Russland getan haben. Ich will besonders dort betonen, was der Herr in meinem Leben getan hat und wir auch dort in Russland und ja uns die Volk gewirkt hat und wir die Gnade Gottes alle während uns Menschen erreden können. Wir haben mit Ihnen Tipp noch zu beten. Jeder wird wir aufstundet haben. Herr Jesus, ich bin dir so dankbar dafür, dass das die Lernheit von dir wohl geworden ist, hier und ja unsere Freunde und unsere Schwester zu sein, um hier mehr zu tun über dort, wo du an deinem Wort zu uns zu sagen hast, über dort mehr zu tun, was du auch in meinem persönlichen Leben geschafft hast, Herr. Ich bin dir so dankbar dafür, dass du das getan hast und dass ich das mit Freude hier kann wieder vertellen. Und ich wünsche so, Herr, dass du dich dort alles, was du auch in meinem Leben gewirkt hast, dass du dich dort kannst zu anderen Menschen reden, dass du jeder soll das erkennen kann, wie so du jeder Menschen soll läuft hast und dass du den Menschen über jeder tiefe Rüde halten kannst, über jede Befleckung, über jede Sünde, Herr, und dass Menschen geraten werden durch dir das Blut, was du auf Golgatha für uns vergoten hast. Bitte, Herr, sehen auf diesen von dir schon oben, sehen uns das Wert, und halt, dass die Nomen in unserem Märt kann verherrlicht werden, und dass wir alle in deiner Nähe versperren. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, für mich ist es meistens nicht ganz einfach, wenn ich ein Zeugnis soll vertellen von meinem Leben. Ich freue mich immer, von meiner Beziehung ein Zeugnis mitzuteilen, aber wenn es dann oben soll gefällt worden, dann habe ich vielleicht ein bisschen ein Bedürfnis, dass ein oder andere, was ich erwähne, wo ich in meinem Leben, dass ich vielleicht ein kleines bisschen auflernen kann von, ja, von dem Eigentlichen. In mein Wunsch und Verlangen ist, wenn ich das vertelle, dann will ich das unbedingt dort tun, dass Gott die Ehre kriegt und dass wir erkennen, dass wir schlimme Wege immer im Leben von Menschen sehen können, dass Gott immer ein Weg für uns hat, uns in diese düstere, sündbeladene Welt zu raten. Als ich 46 Jahre alt, gestern ist mein drittes Grötchen geboren, in Evans habe ich 18 Jahre. Vorher davon sind befreit und zwischen meiner Reise, wenn ich in den Haus komme und zwischen der nächsten Reise, will sich unsere fünfte Tochter noch befreien. Und so, wo wir dann 10 Jahre nach Haus haben und 5 befrieden. Ich habe eine sehr schöne Früh, die Baste, die Gott mir teufelt hat.
in Sekunden über nicht mehr kommen, weil wir haben viele Reisen und wir haben uns nächstes Jung als Feuerjahr alt. Und da braucht eine Mama Tüß und dann bleibt sie zwischen den Tüß, wenn ich weiß dann. Dort vielleicht so kurz zu meiner Person nu. Und mich jankert mit einem Wort zu anfangen mit 1. Petrus 2, 9 und 4, 10. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr Weiland nicht ein Volk ward, nun aber Gottes Volk seid, und Weiland nicht in Gnaden ward, nun aber in Gnaden seid. Hier wird uns gesagt, was wir sind, wenn wir betiert sind. Und natürlich, als hier nicht alles gesagt, aber vorher Ding, wurden uns erwähnt, für jeden Menschen, wer Jesus Christus aus Radar annehmen darf, da sagt er, wir sind von königlichem Geschlecht, stolz und fair, uns himmlischer Vater ist der König aller Könige. Und wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir aus seinem Geschlecht. Dann je hier wir arm, und dann können wir sagen, wir sind von der königlichen Abstammung. Ja, durch Gott. Weil Gott uns geraten hat, dort hat er uns gemerkt. In heiliges Priestertum, wir wollten, Gott wählt Priester, damit dächte Priester Sündung passieren dort zwischen Mensch und Gott. Und dort ist von der unser Abgabe, und dort ist er wie von Gott befähigt, den Menschen immer weiter zu sein, dächte Wort Gottes, wo sie raten für ihn kennen. Ob Jesus Christus hinwiesen, damit Menschen geraten wurden. Wir sind königliche Priester. Wir sind ein heiliges Volk. Sagt das hier. Heilt einmal als heilig betätigt. Es wird schwer, ja? Aber das sind wir. Nur unsere Berufung, nur sind wir ein heiliges Volk. Nicht, weil wir so schön wandeln, sondern weil Gott uns ruht gewählt hat in dieser Welt, dadurch, dass wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Sehr wie ein heiliges Volk. Und dann das letzte sagt, ein Volk des Eigentums. Wir hier in Gott, wir sind Gottes Eigentum und dort hat Gott uns anvertraut. Da kann sein, dass mein Phone hier steht, ne? Ich wollte das kurz mehr. Entschuldigt, das fällt mir rot, ich muss wieder, dass das noch so ein Problem kann geben. Ja, und diese Feuerding sind uns hier gesagt, das sind wir alle. Natürlich kann ich das hier nicht ein paar Wörter nicht ausmachen, was das uns bedienen wird, aber wir möchten das hervor zu sein. Wenn wir uns checken, dann folgen wir uns nicht wird, dass der Chef das sagt, das sei nicht bloß. Und dann sagt er, das sei ich durch, dass die ohne Abgabe für Gott und von Gott erfüllen. Und zwar, auf das ihr verkündigen sollt, die Wort hatten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Dort heute, wie alle, da wir zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, da wir das heilige Volk Gottes geworden sind, wir haben ohne Abgabe von Gott. Und natürlich, Gott hat niemanden von uns damit überfordert, und zwar Gott will, dass wir alle wie ein mitteilen von der Welt hatten, was Gott an uns getan hat. Darf die Christen sein, der Mord ohne danach ein Zeugnis vertan. Wollt ihr wie Mord, da habe ich immer eine Frage. Mord ihr dann überhaupt? Ist ihr dann betiert von dem Mord? Ich glaube, ein Mensch, Gott hat uns alle so gebüht, dort eine Freude mehr zu dollen, fällt uns immer viel, viel leichter aus, dort für uns zu hören. Nicht so? Wenn einer eine große Freude hat, dann wird er gesagt, nu best überstell und sagt, so, tschonium, dollst tschonium mehr. Dort wird dann uns Druck geben, nicht so? Dort wird bloß Rüter wählen. Dort will uns mitteilen. Eigentlich, dort ist unser Abgabe. Gott hat uns geraten, Gott hat uns zu sein Volk gemerkt, damit wir das andere Menschen vertellen, was Gott in uns Leben getan hat. Und dort ist der Grund, warum ich von dir nicht trete bereit sein, in Reue was sein, über mein Leben zu vertellen, dort jankert mir mitzuteilen, was Gott auch an mein Leben getan hat, welche Wohltaten Gott an meinem Leben ja gemerkt hat. Vielleicht wird ein oder andere sich da bei einem Fingern, vielleicht wird ein oder andere Mordchen, Gott hat ihm ähnlich geführt,
Aber eine oder andere wird sein, Gott hat dann ganz anders geführt. Gott führt Menschen ganz verschieden, aber Gott führt Menschen alle in Christus, in bloß an Christus, als das Heil, in bloß an Arm, schriebe Vergebung für andere Sünden, in bloß an Arm, schriebe auch ewiges Leben. Mir hat mein Leben so ein bisschen vertan, was Gott an mein Leben getan hat. Einmal wollte ich ein bisschen von meiner Kindheit vertan, von wo ich komme, wo ich groß geworden bin, wo ich groß geworden bin. Und dann hat mir dort Moment der Bekehrung zu vertan. Das ist der wichtigste Punkt an meinem Leben, wo ich Jesus bejahend bin. Und dann hat mir noch ein kleines bisschen mehr zu tun in meinem Leben, nur meine Bekehrung, wie Gott mir geführt hat. So ist Jindal Mathe dort wart. Sie hat in Russland geboren, im Südural, wie ein kleines bisschen der Kurtjan, das ist das Uralgebirge, das dort Russland vom Westen, also nicht an der Meer, sondern vom Westen, eins der von Gonsboom, von Nodenbad, unten im Süden, dort das Uralgebirge und dann unten erst nach dem Uralrifa, das dort Russland praktisch in Europa und in Asien. Hinja Ural fängt Asien an. In an der anderen Seite, im Westen, haben, erst nach Europa. In etwa ganz, ganz unten, also an, da wo die Buren sind, dass wir ganz, ganz unten beim Ural, ohne Grenze mit Kasachstan, aber dass die hier nach Russland und dass die hier nach Europa. Und da sieht, was hat die Buren. Ich kann eben Riva gehen, dann wird in Asien. Dort wird eine Jeint, eine kalte Jeint, und dort wird so eine wilde Jeint. Es wird immer von dort und wieder scheiden soll nicht, weil wir werden an der Schlimmste steht. Wenn Menschen von irgendwo warten verfolgt, in irgendeine so eine wieder Länder warten gescheiden, wieder stehen in Russland, da warten noch viele in andere Jäden gescheiden, weil dort wir so eine betende, tröstlose, öde, lade Jäden. Wobei ich empfand das nicht so, etwa bloß sein, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, ich dachte, ich wie leidlich aus irgendein Kind in dieser Welt, in uns Tienja da wirklich nicht schlecht, aus Tienja in Russland abzuwassen. Wie als sie noch von der jüngeren Generation zu meiner Zeit, wie all Tjönchrich, zu meiner Zeit, wie auch all Tjönja Hungerschnöd, aber zu meiner Zeit gab es eine ganz grausame Christenverfolgung, wenn er nicht wahrnehmen dort. Das war alle so plötzlich gehören, und wie klar, Tjönja von uns, die so alt sind als ich, vielleicht ein kleines bisschen älter und danach jünger, Tjönja hat Gräufers. Und wie wir ganz zömmelnische Gedanken, warum wir nicht Gräufers hatten. Und wir dachten, sie wären alt geworden, sie wären gestorben. Und dachten nicht an dort, dass unsere Gräufers, wenn es die meisten davon, wie einem Glauben, angebracht werden. In der Schule war davon nicht geredet, in Thuis auch nicht, weil die Menschen grühlten sich davon zu reden, weil dann konnten sie der Nächste sein, was verschönen wurden und was nicht mehr wurden verschönt blieben von der kommunistischen Regie. Meine Eltern sind, mein Vater wie in Johann Niefeld und meine Mama wie eine brüne Neuta, Utje, Aganeta, heute sehen sie immer Neuta, aber eigentlich wie sie eine Aganeta, eine schnalzbrüne Aganeta. Sie kommen aus der christlichen Familie, mein Großpapa wie ein Ölkanischer Prediger, Oban Betida, weil zu jener Zeit wir in Russland all Betida Mennoniten. Und meine Mama war die zweitjüngste Tochter von, ich glaube, 12 Kinder. Und sie war nicht Betida. Und als sie 18 Jahre war, dann lehrte sie einen jungen Kind, das war mein Papa, dort war ein junger, ein enorm klüger, ein begabter Mann. Und dort wie ein Kommunist. Und ja, die plötzliche Menschen kann nicht bloß zwei Kommunist, mein Papa und noch ein anderer Mann. Der Ewe Dietsche, der nahmen die kommunistische Lehre nicht an, aber mein Papa wie ein sehr aktiver Kommunist, ein sehr überzeugter Kommunist, und heute versagt auch von Jugend an, dort sehr notvoll. Und heute hat ein Post, ein Kommunist-Post, ein Abwies, dass er von der Regierung ein aktiver Politiker praktisch einer kommunistischen Partei wird.
Ja, stark und fair, Papa Kommunist, Mama kommt aus der christlichen Familie, aber so wir noch nicht beziert, so wir natürlich der Eltern ehrgeizig, der Eltern wollen ehrlich, dass er sich befreien deuten, aber so gleich mein Papa und so jäufe dann nicht hast. So trage ich die deutsche Darbarüt irgendwo weit in der Stadt nennen, und dann muss mein Papa einen Militärdienst in der Armee, und habe ich 3 Jahre in der Armee und meine Mama, wir ganz allein, irgendwo in der Wille steht. Und da hat sie ihr erstes Baby, das war meine älteste Schwester. Und so praktisch, wie wir dann mit, oder meine Eltern, wir dann wieder auf von der Dietsche. Aber als mein Papa in die Armee zurückkam, dann tragen die Ware trägere Dietsche Darpe. Bloß sie tragen nicht nur die Darpe, wo sie herkommen, sondern sie tragen nur die Darpe Nummer 1. Und dort wir sind Darp, wo da von allen deutschen Darpen, wo da in der Umgehend werden, wahrscheinlich das Gottlöseste. Ja? Da werden, dort wir ziemlich so, die Regierung, dort hat ein Recht. Und da werden große Discos, ich weiß nicht, wir nennen es Karaokes, da werden große Cines, da wird alles ein Recht für, dass die Jugend ihre Flasches los kann ausleben. Und da war es dann ab. Und dort Darp wird ich geboren. Und dann dort Darp lebte ich bei meinem 21. Lebensjahr. Und von dort trage ich dann einmal nach Deutschland. Ich habe 6 Geschwister, sind alle am Leben. Und ich kann auch mitteilen, sind alle am Glauben. Bitte, meine älteste Schwester, der Mann, hat sich noch nicht bekehrt. Und wir beten für ihn, dass er auch noch zum Glauben kann kommen. Ich vertelle ein kleines bisschen von mir, für euch abgewachsen sie. Ich habe das 5. Kind in einer Familie. Und, ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer das Empfinden, dass meine Mama mir sehr gleicht. Und mir sind jetzt schon dazu mir gleicht. Mein Papa wird ganz entdeckt an mir. So hat ich das Empfinden, habe ich ein Kommunist, habe ich ein Hüchelieder und habe vor 14 war ich, muss werden, manchmal monatelang studieren. Weil heu ein Chefe wie über eine Radiostation und über die ganze Funerie da in Amgehend. Und heu muss das bedeuten und heu muss Firken dann Waschform von Thuis. Und dort wird zum gelehrt, weil in der Zeit, dann kann meine Mama uns die Bibel verlesen. Weil in unserem Haus wird ganz verboten, die Bibel zu lesen und zu beten, wie mein Papa ganz da jähnt wird. Heu wie Anja. Wenn er auch aktiv dabei wäre, anzugeben, wenn er Menschen zu tun hätte. Und meine Mama beziert sich, als Eitenater jung wäre. Und dann wäre mein Papa sehr verstaut darüber, weil er muss dann auch angeben, dass seine Frau zu tun hat. Und er wusste zweimal nicht, was würden sie damit tun. Und der Kommunist, der muss das alle abgeschrieben in der Emma vielleicht diese Lied. Aus dem Dorf der ganze Church. Und da werden immer unter Beobachtung von den Kommunisten. Mein Papa war eigentlich ein sehr begabter Mann, ein sehr gefreuter Mann, weil er so viele Fähigkeiten hat, wie in der ganzen Elektronik, in der Elektrik. Wir hatten natürlich am Dorf das erste TV, weil er eben halt an dem Fach tüssig war. Und als er die Television gab, dann hat er das ganz erste. Und dann kam das halbe Dorf immer noch ans Tüß Kinos checken. Und so war es halt für den Television ab. Und das bleibt ja nicht bloß beim Kino checken, da war dann auch immer Schnaps getrunken. Dort war eine ganz große Herde, wo dann ans Tüß immer wie ein Staat und Fähr. Meine Mama wie Christ, die muss das alle so annehmen. Aber so wie immer schaffte ich, so wie immer geduldig damit. Wir warten schon mal an, dass das zu viel wäre. Bloß ich war wirken an, dass sie mit Freude Uhren von der zweiten Haus kommen, und dann sagt Mama, gehen Sie doch nicht die Tür, die rohren doch bloß immer. Und dann sagt sie, wollt ihr dort, was ich gerohrt habe, das rohrt über meine Zähne. Mir geht das so schön, aber wenn ich dann an denke, ihr geht alle Papa hinein, und ihr geht alle verloren, wenn ihr nicht beziehen wollt, dann sagt sie, dann jemand mit dem Jüten, da wäre ein Rohrt. Ich rohre nicht, weil ich die Tür gehe, weil ich andere Zähne habe, da wäre ein Rohrt. Und sie haft auch von klein ab immer jeder lernt, wenn Papa nicht tüß wäre, dann lesen sie uns so oberst für den Schlucken gehen, die Bibel für. Und ich kann mir denken, wie soll das Wort an mich schaffen dort? Ich stopp mir die Uhren zu, wenn Mama die Bibel dort lesen, und kreub an ihre Dach, und sieht, Mama lese sie nicht. Wollt ihr warum? So weit ich mich trägt, kann denken, gleicht ich all die Sünde von klein ab.
Ich hat wirklich immer etwas, oh, wenn ich einen Charles von Wien würde haben, einen Schmied, einen Dett, einen Jan, dass wir an mir bannen, in ein Frieden, mit dort ich, ja, dort alle noch für mich hat und dort genießen würde können. Und wenn wir die Bibel dort lesen, dann fällt das Stempel nicht über uns, das stimmt mir am Weich. Ich dachte, das Stempel ist alles, was da bei mir geschrieben ist. Und ich will das nicht wollen, sonst wird mir das nicht freilassen, dort auszuleben, wo das mir fernäumt. Und da wäre ich wohl nicht, dass sie lesen dort, aber sie ungern nicht damals, dass alles, was doch durch ein Unerner kommt, da läuft da bloß bei mir, ich kann das nicht mehr für jeden. Und ich wollte einmal sehen, sie dann auf dem Weg, da sei sie, es sollen die gelächtet leben, nicht wie wirklich, ob ihr Speed, Dollar jüngert nicht. Und sagst du, aber denkst du an euch, ich kann die nicht alle wählen sein, und ich würde die auch nicht herangehen. Aber sagst du, wenn du ganz allein bist, und glaubst, die sind schon ja nicht, und versiehst du irgendeinen Sinn zu tun, dann denkst du an euch, Gott sei die alle wählen. Für Gott kostet die nicht verstanden, und Gott sieht, was du denkst. Dort wird mir zu nur plör. Und nicht jedes Mal, weil ich mir ein paar Schmiede gestohlen habe, am Stuhl, über den Tönen, da ist ich den Partner vor, nein, mach ein Bettakrüt irgendwo, und dann, ah, dann steht ich nicht oben, Gott sei Dank, ja, und dann, ah, dann geht es schlecht. Und so war mir das Sinn, gar nicht mehr so interessant, aber zuweilen vergeudet ich das Verschen an, und dann habe ich doch versucht, alles in den Leben rüberzutreten, was mein Fleisch verlangen dort. Als ich älter war, in der Jugend war, dann wird ich ganz sehr ausgelöst. Ich fühlte mich wirklich tüssig in der Welt. Und ich verbrach meine Zeit bloß im Sinne und mit Drink, mit Freund. Bei uns wird das anders, bei uns wird das nicht aufgesagt, wir rennen nicht auf den Gossraum, ich habe das so zehnjährig fair, wenn die Jugend mal auf den Goss mit Bäuer da rum rennt. Ich weiß nicht, wem das interessiert, wenn die da rumweifeln. Aber ich denke, wie wir in dem Port vernünftig, ja, wem interessiert das, was wir da trinken dort, wie gehen da in Mürke an so Sachen, Tjönja kommt nicht, Tjönja ohrt sich, Tjönja sieht uns das auf, wir leben uns Leben einfach so haben. Aber den Sport braucht die Tönnung nicht eher mit oder irgendwas wiesen oder irgendwas bewiesen. Was mir abfällt, wir in der Jugend, wenn wir mal mit den Jungs dann Töpfsorten, ein von meinen Freunden, das ist von der auch Prediger und Missionar, Pater Giesbrecht, der ist in Bolivien, wir schaffen dort Töp. Heute kann Gitarre spielen. Und russische Leute sind sehr viele Moll-Leute. Das heißt, die merken einen sehr trürig, die rieten einen mit. Dann kann einer zippeln, auch wenn er ein weltliches Leute ist. Und dann sagt wieder, ein Heu spielt Gitarre, und dann sagen wir, Leute, irgendwo, aber was ein Sein haben, nicht? Von der Jacht jetzt in die Bums, in die Diva, als ich in Sein bin. Aber dann geht es, da wollen sie irgendeinen Teils. Und dann warten wir so ein bisschen weg, und dann warte ich an, da wie wir also, naja, bei 16, 17 Jahren, dann kommen wir ganz leicht auf das Thema über den Glauben zu reden. Bloß ein betrunkenen Tisch, und anders schämt wir uns, wert wir uns das nicht. Und wenn einer betrunken ist, dann ist der Scham so ein bisschen Dollar rauf. Und dann wert wir uns zu sagen, die wird das Wort, ich bete verstehen. Oh, ja, ich auch. Und ich glaube an Gott, ich auch. Und was wir dann nicht erwähnen, dann sagen, Mensch, was hat gesagt? Dann schämen wir das. Dann schämen wir das. Aber am betrunkenen Tisch, und dann kommen wir wieder. War da ab der Idee, um von dem Glauben zu reden. Als ich 18 Jahre war, da muss ich in der Armee, als ich 2 Jahre russischer Soldat war, an der Grenze mit Iran, wo Afghanistan, Iran, wo von ihr vielleicht viele hier haben, wo Krieg war. Russland hat damals Krieg mit Afghanistan. In Angst war dann gescheitert an der Grenze, an der russischen Seite nach, das ist dann Turkmenistan, heute das Land. Da wird es im Winter, wo wir in Russland, in meiner Heimat, hat wie 30 Grad unter Null, in Kreitedeutit, in den Winter, wie in Turkmenistan, in der Sandwüste, 30 Grad über Null. Im Sommer war es bei 60 Grad, so ein Tjani hier nicht, doch war. Wir konnten in Ei am Sand leihen, in 20 Minuten Lothar kommt dort abkühlen und essen, dann wird es hart.
Und da hat ich 2 Jahre dann in der Armee gedient. Es will nicht sein, dass dort irgendwie ein Schaden an mir gejäft hat. Vielleicht erst sogar abstärkend im Göden gewesen. Auch ich denke für die Jungs da in Russland, die mussten ja alle in der Armee von 18 bis 20, wenn wir dann mir alles hatten, und ich hatte eine Brut, und die mussten dann eben 2 Jahre lernen mit mir. Dann spazierte ich 2 Jahre bloß mit Brief. Ja? Wenn man zurückkommt, dann lernt es auch nicht lange nicht befreien. Mit 21 werden die meisten auch befreit. Ja? Dann kommen Männer zurück. Alle werden auch so groß, was sie nicht sehen. Weil in der Armee ist es nicht immer so ganz einfach, als es irgendwer sich feststellen wird. Und früher sind mir immer, ich sage auch immer so, hier, ich habe zweimal nicht einen Menschen dort geschossen, auch nicht auf Menschen geschossen. Ich war nicht in so einer Stadt, wo ich richtig war. Wir waren bloß ohne Grenze und wir waren jederzeit reut, in den Krieg zu gehen. Aber als ich das 2. Jahr bei Eindäumen dort, dann wird der Krieg mit Afghanistan zu Ende mit Russland und die Soldaten kommen zurück, sodass ich verschönt sie geblieben von dort. Aber die Armee wird doch hart genug und da kommt lang nicht jeder jung zurück. Die Mamas, die Leute, ihre 18-jährige Jungs lösen, kein Mensch weiß, wo Hände gehen. Ist 2 Monate Lothar oder 3 Monate, nein, 3 Monate vielleicht nicht, aber 1,5 bei 2 Monate Lothar warten die Eltern erstmal an, wo sie uns hatten heierscheid. Adli mussten im Ausland, in Mongolei, da doin mein Bruder, in Mongolia, dort ist in China da. Ich muss dann praktisch von Orenburg, wo ich, die Stadt heute Orenburg, wo ich tüssig war, wo ich geboren war, bei Turkmenistan, dort wir bloß ganz gelöst auf einer Linie 4000 Kilometer im Süden nennen. Dort wird dann durchsteht, wo ich da in Deutsch. Unsere Glockentiten stemmen über ein mit meinem Tüß. Dort wird ganz gelegt im Süden nennen. Im Donnerstag wird es zwischen einem so, dass einem da doch im Frühjahr kommt, auf einem, wo es lebendig in den Haus kommt. Da gab es viele hier vorne, sonst war es gelegt nicht zu spielen am Sonntag, sondern wie war es gelegt in Krieg zu führen. Auch wenn wir nicht im Krieg wären, und dann gab es zwischen noch so eine Situation, wo einer dachte, dass einer dort nicht lebendig rüberkommt. Zum Beispiel, wenn man in Russland Öfen geht mit Krieg führen, dann ist es immer zulässig, bei 5 Soldaten, die da zu dort kommen, bloß wer ihn da irgendwo rollt, ihm ein Panzer über oder irgendwo trifft ihm einen Schuss, was eigentlich nicht soll treffen, oder nein, jaftet Unfälle. Und dort wird dann ganz normal. Ja. Ich habe manch einem Jungen dort kennengelernt, wenn er nicht in die Hüse kommt, ist, wenn er dort zu dort kommt. Auch von unseren deutschen Jungs, wie ich mit einem Freund habe, wie wir von Dezember bis Januar. Ein Monat, November, bevor wir von Thuis, über Dezember kommen wir dort besteht haben. In einem Monat, wie wir haben, und als wir die ersten Übungen hatten, dann kommen die zu dort. Dort wird Waldemar Panna. Da kommt das dort, er hat eine Mäl, eine Brüte dort. Und eine Frühe sind mir aus der Antwort, das Sort wird das begleitende Haus, er tut das nicht, weil sonst war da so sehr das menschliche Rüte genommen, dass er Angst hat, wenn meine Eltern mich würden sein, an dem Tisch und an dem ich mich befinden dort, die würden mich nicht wahr tun. Und na gut, dass wir dann dort sind, ich denke, das geht an der Zeit wie dort, dass ich den Menschenfurcht verliere dort ganz. Sonst sehen sie davor zum ersten Tag, für jeden, dass die Menschen sind, die sind nur russische Kampfmaschinen, russische Soldaten. Ja, und dort Menschen, wir verstehen noch nicht, was zu meinen deuten, aber das war der erste Nacht, wo das Hand wird gehen mit uns. Und so wird das auch so ziemlich gelungen, dass die Jungs da in der Zwischenzeit sehr kalt waren und sehr brutal. Und dort haben die natürlich dann auch ganz bewusst getan, weil Soldaten Martin eben halt kalt sein, nicht? Aber aus der Trägung von Militärdienst, dann fragte ich mich, dass ich innerlich zweimal nicht mehr den Gedanken hatte, was waren andere von mir denken. Na, ich wollte noch, als ich ein netter Jung war, und ich rief mich so sehr, dass irgendwer von meinen Freunden würde antworten, dass ich auf Stelles beten würde. Mama hat gelernt zu beten und ich würde immer beten. Ob ich nicht betrunken wäre oder nicht, dann würde mir kein Unterschied. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Dort wie mein Gebet, euer hat mich auf den Chessen abgeschmort. Ja?
auch am betrunkenen Tisch stand. Aber ich heulte das immer so plitsch und ich hatte so Angst, dass das irgendwer was antworten will, dann würden sie mir auslachen. Und als ich von der Armee in den Haus kam, dann gab es einen Menschen nicht mehr, was mir auslachen würden, weil es für mich gab es einen nicht mehr. Mir mögt nichts aus, was irgendwer von mir wird sein. Wir sind so brav und so selbstbewusst. Und dort hält mir das zu, dass ich auch mir werden in der Zweite gehen. Ohne Angst zu haben, dass sie mir wurden dafür auslachen. Und vor den ersten zu Obst, als ich von der Arme in den Haus kam, ging ich mit meinem Mal, meinem Freund, einem Pater Jesus, der heute wie alt ist. Er ging natürlich mit einer Bottle Wodka, einer Bottle Schnaps. Und kommen wir daheim, was Eigoten, und als wir die ersten 100 Gramm durchgeschluckt haben, dann wie wir ein bisschen abmachen verteilen. Und dann sieht er mit einmal, sagt er, meine Frau, er hat sich dann auch befreit, und wir, meine Frau, wie wir noch nicht befreit, wir noch bloß befreundet. Dann sieht er, wir fahren an der Tür zu gehen. Er fällt meist vom Stuhl, der Tür. Dann hat einmal jemand mir zu denken, weil ich hat das Wort, als ich ein Militär war, eine Armee war, dann hat er mich fehlen. Und wenn ich in den Haus komme, meine Schaf wird nicht Ackerie sein, meine Schaf wird nicht irgendwas wird sein, ich wird eine große Szene machen und dann wird ich ja Filmswesen von all den Rambas, oder wie immer da heute. Also ich will eine Karaoke machen, wo wir nur tanzen können, dass wir jeder so etwas schwierig waren. Dort wie mein Ziel. Ich hat kreit im Plan, wo und wer ich das wird merken, dass wir alle fertig. Und er kam mit Frieden nach Hause, dass meine Eltern werden an der Zeit in Russland rausgetragen. Er kam nach Hause und leidet das Haus nennen, weil wenn meine Eltern würden an mich gelöst haben, dann muss mein nächster Bruder für 2 Jahre in der Armee. Und so würde ich das nicht abhören, weil wir alle dicht wären. Dann wären meine Eltern noch für Rüte gefahren in Deutschland. Und er kam nach Hause und leidet das Haus nennen. Und das wie mir noch so gut. Dann steht mir das schon, weil für Mama wollte ich nicht zu viel von dort ausleben, was ich mir heute vorgenommen habe, und ich war dort alle frei. Bloß vor dem ersten zu Oberste war ich an, mein bester Freund, der jetzt die Church. Die war noch nicht betiert, aber ich dachte, das gewirkt, ne? Erst einmal wollte ich mit Channel werden, aber nun wollte ich hingehen. Das interessiert mich. Ich habe irgendwas geprüft, aber eine Church zu gehen, das habe ich noch nicht gefunden. Da habe ich noch Channel von Bern gesehen, bloß von Büten. Okay. Ich war auch gegangen. Und dann kommt Weihnachten, wie all dich bei Weihnachten, und dann war ich Weihnachten, wie ich das erste Mal an der Church bin. Und weil wir das ein bisschen lang gesehnt haben, bei der Church zu gehen, und wir sind alle laut geworden, und ich laufe bloß die erste paar Rehen seiten, oder früh, dann sah das uns durchhauen. Ich kann gerade denken, wenn ich voll mit der Dach gehe, mir kommt alles so zingerisch her und so peinlich, aber ich dachte, das werden wir auch noch geprüft. Ja? Irgendwas haben wir geprüft, warum würden wir das nicht mal? Und ich habe da Weihnachten, und da hat einen Tannenbaum stehen, und Weihnachten, ich weiß nicht warum, aber sie haben das so. Und ich sage, ich habe meist gerade einen Tannenbaum, das ist ein Niklas da. Ich dachte, war meine Freund, das würde sein, der würde sich krumm lachen. Also ich stand mir vor, in der Armee, der Jungs, von der das würde sein, wo ich hier seid, und wer ich das fern seid. Die würden das nicht hören. Das wird so eine Lachheit sein. Aber mir wird das auch zum Lachen. Mir interessiert das. Ich freue mich, dass ich frei von der Predigt, da vernahm ich nicht viel. Aber eins, was ich vernahm, irgendwas Komisches passiert bei mir in Hort. Das klingt so schön. Ich will das nicht wahrhaben, aber das klingt so schön. Aber ganz anders schön, als wenn man mit der Bodel sagt, irgendwie wird das ein anderes schön gehen. Ich kann das nicht verstehen. Was geht mit mir fair? Als wir von da nach Hause kommen, dann sagte meine Frau, ja, morgen ist dort Film und Cine, ich will unbedingt haben. Meine Frau schickt mir an, ich nicht. Ich dachte, ja, stimmt doch nicht. Wir haben die Church gegangen und durchgehen. Und ich habe mich auch bei Jung einmal vernommen und 2 Digit-Leben will ich nicht führen. Und wollte ich zwischen einmal für ein Kino so, ein größer so, wo sie stützen, ein bisschen Raterflecht, und voller Menschen. Und wenn sie das Licht ausmerken, dass der Film soll anfangen, damit mögt sich der auf, wo der Kurs wäre, und dann kommen ein paar Mumtjes in die Church. Die wollen auch ein bisschen filmen. Dort steht mir. Was wollen die hier?
Du sollst in die Kirche gehen und nicht hier zum Sinne gehen. Ich will auch noch mal zur Kirche gehen. Ich habe mich fern umbetieren, wo ich mir unbedingt noch mal, wenn ich alt und verbrockt, am Leuchten auf dem Sturzbad, ja. Dann wollen sie verpasst noch im Leben. So hat er mir das fern um. Und mir ordert immer, wenn Christen nicht echte Christen wären, wenn sie da zweideutig wären, ne? Und nun, wir haben ein bisschen so eine Lernende geraten. Mal geht die Kirche, und mal gehen wir mit einer Bodel dann, einem Freund, und merken uns das anders lastig. Not dir dann ein Stützchen. Also im Dezember, wir hat meine Frieden nicht befriedet. Wir befriedet es Anfang Januar. Und dann kam irgendwann der 8. März, dass wir die Russland immer, dass wir den Weltmuttertag, da wird immer Muttertag gefeiert und dass wir jede Feierlichkeit, wie unbedingt sehr wichtig, dass man dort dann Tipp kommt mit Stortet. Und ich habe nichts gekauft, mein Bruder hat nichts gekauft und mein älster Bruder wohnt auch noch in Russland. Und mein Freund kommt an mit seinem Wein, wo der meiste Alkoholbein hat. Der hat dann sein Beiz drauf gedreht und stellte den so auf den Tisch. Und wir sahen uns rundum, eten wir da. Und weißt du, was passiert dort? Tjönja von uns mögt den Weinbuddel ab. Der bleibt da in den zu Hause. Irgendwie hat die Tjönja last, da zu drehen. Wir sperren, irgendwas passiert da im Hort. Aber was da passiert, kommen wir nicht dahin. Nicht, weil gerade in der Zeit haben wir eine Kassette getrennt, dann werden ja noch nicht die CDs, dann werden diese Kassetten. Mit einer Predigt von Wilhelm Pauls, dass wir an den 1988, und da hat er mal die Predigt gebracht, eine echte Bekehrung und was dann? Jetzt ist er schon, ah. Ja, in dem Sinne Stern, etwa Dave damit. Mensch, redet er Deutsch. Mensch, hielt sich das schon. Wie dreht den Tape ab und Doll? Und ah, oh, das hielt sich schon. Selbst mir, wenn es heute in Deutschland ist, wundern, ne? Und vor uns, wie Deutschland irgendwann so ein Land, dort wie ein Messkreuz am Himmel, ne? Man sieht da gebrochene Enten flüchten da rum. Also dort wieder alle ganz vorig. Und wie hat die Tonja ohne? Die Deutschen konnten zweimal in Russland rüberfahren. Wir hatten keine Ahnung, was im anderen Land passiert. Ich meine, ab Städten wird das meist so schlimm, weil aus Wien in Deutschland kommt, da sperrt sich der Wehr, weil den Elefant im Porzellanladen reinkommt. Also manchmal wirst du nicht, ob soll das gejeten werden oder soll das anders gebracht werden. All im Jet werden da so eine Deutsche, die Sachen so eine Schmacke sollten, die dauern wie ein Candy, dann fangen sie da unter Eten, was sie an, was das schiemt. Weil die so wie tritt wie wir da in der Darpa, ne? Wir wissen nicht ganz, ne, wie die ewige Welt wie, aber wir werden da werden trotzdem auch in der Darpa ganz glücklich. Ja, wir mögen uns rot auswandern und nun werden sie so wichtig. Aber wollt ihr ein, wollt uns hier sich die Sterne so schauen? Uns wieder zu nischerig? Aber wir vernehmen nichts, was ihr da seht. Das wir fahren nicht. Heute stellt sie, mir geöht, dann wird es vorrecht mit dem Tape. Aus ein paar Monaten wieder, also in, das wird sogar mal ein Monat wieder, in April, 19. April, 9 Tagen, ich habe mir mal betiert, hat meine Frau Töp. Also dann, das Bier dann kam, wir warten euch, aber wir wissen nicht, was Gott mit uns verhält. Aber wir warten an, uns hielt er sogar an unseren Freund auch für Christen. Und er dachte so, alles, was nicht gehört, jeder ist ja auch ein Christ. Aber er wusste noch nicht, er zieht aber nach Tjönja, fand ich. Er wollte mal an der Kirche verstehen, so er tüßig, wenn ich da so, und dann kommen Fremde, dann dachte ich, er zieht hier auch tüßig, und da ist noch fremd. Aber irgendwie, er wusste ganz schnell, er zieht nicht ein Christ. Und dafür stund ich, nein, Christ sind er nicht. Aber ich wüsste nicht, was das euer dort euer Christ wird. Bad euch zu Ovest oder hier in Oven um Feu, wo früh soll ihr Meilen haben, dann komm ein Freund auf dem Hof. Und früher finde ich wohl mitfahren zu einer Ovenkirche, ein Darp Nummer 3, das wäre vielleicht 14 Kilometer von uns. Ja, warum nicht? Junge Lied, warum nicht? Wir haben noch keine Tjönja. Wir haben mit. Peter Jesbrecht, gerade unsere Freunde, wir haben da auch mit. Wir wurden mitfahren. Bevor wir, Janne, Mann, der da ankommt, oder wir noch ein Jung, der wir noch nicht befriedet, Jung Mial, und wir werden dann zwei Palida mit. Er saß, bevor wir dann nicht dort darb. Und in dem Darb kennen uns die Menschen, dass wir dort darb, wo meine Mama geboren wäre. Und dort darb teilt sich da in unserer ganzen Umgebung
til en tristetat, mest jeder nur bei wir im Glauben. Und dat, dort tat wird verachtet, dort wird das letzte hingerische Tat, das schämt uns, wenn sie wissen, dass wir da hinfahren, weil da wohnen die bloß Christen. Aber nicht schämt uns nicht mehr, versöhnt. Und da werden wir uns interessant, wir wollen nochmal hinfahren. Und dort wir die Church, wo die Oven töten werden, dort wir bei meinen Gräufers ewig gehen. Aber meine Gräufers leben die auch lange nicht. Aber wir sind alle bekannt, alle sehr gut. Als wir näher kommen, dann zieht wir uns drum und sahen uns dann auf der Basis der Stolle hin und lüden dann, bat dann Anfang. Aber wir werden wahrscheinlich ein bisschen tätig gekommen und so kommen ein paar so eine ganz Strom-Eutragende Männer an uns, wir sahen ein bisschen verlärmt aus. Er kommt so bei und beide sich in einer Frühmuseum und sind die, die Prediger, die da kommen sollen. Er zieht ihm so an, ich habe meistens Leute gefragt, sollen wir eine Prediger aus? Und weil Leute, wir alles deutlich, als er dem anzieht, hat Lüdel eine schöne Antwort, weil für mich stunk, das ist ein Tabak, ne schmeckt dich und huch. Und da hat sich so die Spiele beiden in mir. Und no, wir werden nicht die Prediger. Naja, wir werden ja nicht einwarten, wir haben sich ab der Stelle gesagt, wo die Prediger schon mal sagten. Ne? Wisst ihr noch von? Und früher, auf wir dann nicht wurden, da bei der Jugendkonzerten. Innerlich, ich konnte blödes Lachen, wenn ich bloß so viel Schampf hatte, aber wir werden da doch anständig. Wir verknäupen uns das Lachen und sagen uns dann, aber reicht das Städten da durch. Und dann sollten wir so ganz froh, wenn ich heute die Tierne nicht verstanden wird, von Stolz, das steht Menschheit wie. Später ist der Zeit von ab allem so rauf, wie wir alles entdönt. Und wenn irgendjemand dort nicht entdönt, wie dann möglich dem dort entdönt. So soll ich da, wollt ihr? Nu fängt die Church an, die Church wird voll, voll, voll. Und nu fängt die Church an, und dort werden relativ junge Prediger, wo da gekommen werden, da werden eine Gruppe Jugend mit. Und so ein Leute hat hier sich schon, dass wir ein bisschen anders als bei uns in Darp gesungen werden, dass wir ein bisschen leben, die Childen schaftig, muss es auch sein, fein. Und die anderen Childen sind nicht so schaftig, was sie sehen, das muss ich vermuten. Und hier wird schaftig gesungen. Dort ist ein feines Zeugnis. Also, ein Christen, das darf doch in dieser Welt schon geschafftere Menschen geben als Christen. Ich so, wir haben uns einen Grund zur Freude. Ja, der andere haben wir nicht. Und ja, nun sollten wir da, in der Prediger, der fängt an zu predigen, und ich kann mich gerade denken, wie mir das euer, was ihr das erste seht. Er sagt, von dem, was der Helle Jesus zu euch reden kann, und er wird jeder hört anschieren. Und wenn ihr dort sperren wollt, dann verstockt ihr noch heute nicht. Dann wird Gott ihn drüben und dann meint ihr ihn, dort ihn dann betieren. Er sagt, was hast du mit meinem Hort zu tun? Woher wolltest du, was du bist? Das ist privat. Da kannst du nicht näher erzählen. Ja? Und das wird ein russischer Prediger und wir können russisch beter als Deutsch. Oder Kreuzesdeutsch, aber Russisch wir uns doch nur, weil wir in einer russischen Kommunist-Schule auf Jahre gehen, alles auf Russisch, Armee, alles auf Russisch. Und wir predigen in Russisch, und das sperrt sich dort, wie soll er dich bei. Und ich dachte, so, das ist ein dreister Prediger, den wollte ich mal zuhören. Aber wollt ihr, mein Bruder, für jeden, wenn ihr den ersten paar Sätze, was ihr seht. Damit habe ich mir gedacht, irgendwas tät sich da. Und ich möchte mein Wort hart, auch wenn ich da nicht so sehr warm wäre an der Stube. Ich möchte irgendwie voll mich mit einem so sehr Elend. Als wenn mein ganzes Sinn das Leben mit einem für mich stund. Und ich möchte so schlicht und einfach deutlich, wie das mit einem Menschenleben ist. Er sagt, jeder Tag sind ich ein Mensch, immer wieder, mehr Sinn. Er sagt, es ist ein Krüper, der die Schuhe so rauferlässt und dann fährt sich vorne. Sagst du, wie lange kann ich fahren? Die Klappen wird immer heischer und heischer und heischer. Ich werde sich das Stempel ist, das Essen bemüßen. Und irgendwie wird ich ganz dort irgendwo über mein Leben, mich fange an, wirklich armütig zu sein. Und ich werde mein Hort, das Hubsmesser, das klappt da. Ich will das nicht wahrhaben, aber das klappt da. Ich stimme so richtig im Leben, meidet, wo das erst, wenn Gott an den Menschen auch reden, der ist ganz personal. Ich kann noch gar nicht vertrauen, wenn mir das da jemand, aber ich hat so ein Gefühl, noch zweimal euer gesperrt. Und nun,
Märden am Predigen sind, habe ich auch nicht viel noch hier belebt. Märden am Predigen. Der Prediger hat noch mal ein paar Sätze gesagt, dann fangen Menschen ab, Blödes an zu hören. Die Menschen kommen in Fern, fallen Hahn, und beten, dann muss der Prediger seine Predigt unterbrechen, beten mit ihnen, dann kommen wir in der Konzert, wo ein paar Sätze wieder sein, dann kommen wir an Menschen. Es sei dort wie eine Erwartung, was löst, doch weil der Einzige in der Rats der Erwartung damals in unserer deutschen Darbe in Russland war. Und wir sollten, und man muss das alle töten. Wir dichten doch nicht immer wie mit einmal 30 Tonnen junger Menschen fern, mit einmal die Tonnen öler Menschen fern. Und die betieren sich da ohne nur dem anderen. Mit einmal buchst mein Freund mir an. Und er sagt noch so in deinem Sinne, ja, er wird doch wohl auch gut machen. Aber, oh, er freut sich, dass wir einfach blieben guten wir. Er kann mich nicht abheben. Er dachte, wenn ich würde stehen, dann würde ich irgendwie raushobeln. Aber wenn ich sagte, wer könnte ich abstehen? Mit einmal buchst mein Partner, wird mit uns vor, sagst du, kannst du mal abstehen, das wird so eng, er will doch vorbei. Und ich stehe ab, und dann lädt ich Abend vorbei, und jetzt seine Freundin da vorbei, mit einem so ein Pater Jesus steht ab, und jetzt auch mit, und er stehe. Und er schiebt mich da nicht an. Und dann sagt er mir, war er da, und dann wird er aus Fost genäht. Und sie gehen die Ohren nach Tisch, er wird nicht. Und mir ging zu dir, wann der Prediger mir doch kommen und eine Hand nehmen, er braucht das zu sein. Aber er wird mir selbst nicht. Da meinte ich, nein, er wird gar nicht so brauchen, was er mir einmal gedacht hat. Er wird mit einem so ein kleiner, so ein elender Mensch geworden. Die Church ging zu eng und er hat mir nicht gewirkt. Und meine Frau sagt für mich, und sie lädt bloß, dass er wird gehen und sie sagt, er geht nicht, dann bleibt sie auch sein. Und ging für sie ganz ausgewrungen in der Tschöterrüter. Und ging von dem Auto. Und mein Freund Pater Jiesbrich, der fährt sich an den Fob, nimmt sich den Schmied, Schmied an. Er schiebt ihm so an. Wo schiebt sie so? Er ist ein Christenschmied. Er fährt, er läuft nicht. Schmied, der Schmied war ich. Er ist der Beste, nicht schenkt. Was hast du denn getan? Ich wollte nicht. Du wolltest nicht, er will das auch. Wer heute das? Na, dann habt ihr eine Friede, der hat das heute betieren. Haben wir uns betieren? Er plötzlich meist von aufgehängt. Er hat die Arschulz, die haben das vollbracht. Und er braucht das noch einmal. Er sagt, komm mit mir mit, komm, wir haben uns die Prediger absehen, er will trägen. No. Das muss ich auch haben. Irgendwie treten, da wir noch so viele Menschen, da wir noch Schnee und Blatt, da wir noch alles so am Leben da, die Zeit fahren. Jeden Fenster zählt sich durch den Fenster, sagt ein Prediger, da sagt er, ah, wir haben ein Haus vor. Dann fuhren wir ein Haus und ich dachte, sie noch niemals so aufhören, sich hier was aus nee. Ja, na, das sind so abgespielt, das vor, da, ah, nee, weil wir uns taufen lassen, und dann werden wir mit Christus leben und ich denke, oh, erzähl bloß zu dem Pater Jiesbrecht, zu meinem Freund, und sein Papa wie ein Ältester in der Church, ja, ein Ansendarb in der Church. Also sei dein Papa, das ist der Prediger, der soll noch ein Ansendarb kommen, das werde ich nochmal hören. Und aber das will alle aufgelehnt, die kommen Ansendarb, der Luther. Und dann hat wir einen Kampf, den ganzen Tag. Er meine Freunde, wir können meist nicht miteinander reden, wir wissen, mit uns leben hat was passiert. Wir haben klar, wir wollen, bloß wir haben nicht den Mut. Und als es dann noch andere so oben kam, damit einmal hat wir klar, wir waren nicht die Church fahren. Wir waren mit dem Bruder seine kleine Tschinja warten und der Bruder lud fahren. Da fragt mich noch einmal, wenn brauchen wir eine Schwäche wir, das ist nichts von Sünd. Nur was er mir alt ist, die waren an die Tschinja abpassen, wir gehen von der Ola. Und naja, nicht wie Tschinja ausreden, wie ging bloß. Und als ich dann zur Church kam, dann nahm ich mich her, von dir will ich mich betieren. Er sagte mir, kreit auf die Wand steht, wie wäre der Althusisch in der Church. Er sagte mir, Hahn und Horst, und was? Kreit ist startend, so wird Gottes Wort auch an den Menschen hier. Der Prediger, der kann seine Predigt nicht vollbringen. Drei Sots kommen Menschen fern, die hielten Ablüdes in Betan ihrer Sinn, nahm Jesus das Rad an. Und sie sind wünschig, dass es immer sind wir, dass die Menschen so vom Geist Gottes so eingerieben wurden, dass sie wörtlich nicht weil sie irgendwem zu mir fallen oder bloß zum Taufen oder noch irgendwas, sondern dass sie
durch die Wirkung vom Heiligen Geist evaviert worden, ehe er sind und tisch und dann sich betieren kann, in dem Grund. Und wollte ich, ich habe mich fern und ich will mich von dir betieren, dass wir gerade den 19. April nähen und ich. Und ich sollte hin, und wir sind in Gedanken versunken. Verstehen, bete ich dann, ich sage, da hielt ein Onkel, ich bete für den armen Onkel, dass er sich doch kann betieren, statt für ich will nicht betieren. Aber ich bete, Gott schenkt, dass der Mann sich doch betieren. Du sitzt doch wieder der Rot, den jeder doch so soll und hat. Schenkt, dass er sich betieren. Und er sagt, der Onkel. Dann zieht er dann sein Fries. Oh, schenkt, dass der Fries doch tschern sich betieren. Und dann, Gundel ist. Und so sagt er, ich hört eben Bet für andere, dass er sich da betieren soll. Man hat einmal, als wenn ich abgewacken wäre, dann fordert der Prediger zum Abstund, zum Gebet ab, der Andacht ist der Ein. Mir fällt das Wort in den Hang. Hey, in Ed, er will mir doch von dir betieren. Gott, der Prediger betet, und dann sieht er nach, wer noch ein schweres Wort hat, der soll bitte nicht in den Hüß gehen, sagt er, vor zwei Menschen abstunden, hingehen, die können alle in den Ferien kommen, sagt er, ob er fährst, der Rehen haben. Und dann werden wir mit ihm reden. So wollen wir das auch von dir denn ab. Ja, okay. Dort wir meine Raden können sein. Weil, ja, wenn er dort nicht gesagt hat, als wir in ein Haus gesobelt und wahrscheinlich schon mal in eine Kirche gekommen, dort wir sind gerade gekommen von mir. Und ich dachte so, danke schön. Ich will aber durch Ferien gehen. Dann gehen wir in Ferien, dann sollten wir doch wohl bei 20 junge Lied kommen in Ferien, sagen sich daheim, und die armen zwei Prediger werden überfordert mit uns alle. Aber mir haben wir das Nachteile über den Prediger, weil ich weiß, mit mir wird er ganz überfordert sein. Weil ich spät mit einmal, ich habe schon Leute sein. Drei der drei, dann klappt mir das Hort, das meist Rüthau hupsen will. Und ich spät, mein Hort ist kalt geblieben. Das ist eine ganz andere, ich bete für andere. Aber innerlich, es ist kalt, mir hat das Wort nicht eureden. Ich habe schon Leute sein über mein sündiges Leben. Das Verstand versteht. Er ist ein Sünder, das versteht auch jeder, nicht so? Aber das Wort ist ganz geloten über dort. Weil ihr, dann kann der Mensch nicht Buße denn. Das macht uns doch irgendwo Leute sein, das Tisch und nicht meint, mir essen gar nicht. Und dann sagt, wie kann mir das Leute werden? Nicht meint, ich kann mich selbst gar nicht mehr betieren. Wie kann ich mich betieren? Ich wollte doch nicht Theater mehr, ich wollte dem Prediger dann nicht irgendwas verbleiben. Mir geht das Leute und mir geht aber nicht Leute. Ich hatte einen allgemeinen großen Kampf. Ich sollte für mich jammer, dass ich sage, der Prediger, der wird, oh, ja. Weil ich sage, für mich so, ich sage, wenn der Prediger nicht mitkommt, ich würde ihm bloß sagen, der mit mir, wo du wärst, aber ich möchte von dir als betierter Mensch mitkommen. Und sagst, du armer Mensch, der kann mir doch nicht Buße eingeben. Das schafft doch nicht. Und so sollte ich da, und ich sage, wenn es in einer schweren Stunde läuft, dann gehe ich da nicht wie so elend, ich kann nicht. Und wollt ihr, ich mal zu Gottes ihr sein, wenn Gott damals nicht für mich entgegengekommen, ich wollte nicht, wo ich mir weh waren. Plötzlich, aus wann meine Stimme so ersetzt, dass wir so ein klarer Gedanken, dass, ich wüsste nicht ganz, nee, wie meine Uhren wird das hier, oder wie mein Verstand wird das mit einmal verneuen. So mit einmal, so ein Gedanke, so sonst, der ganze Andacht hast du für andere gebeten, ich bete mal für dich. Ich, was soll ich beten, denkt ihr zu Trödje? Ja? Und dann komme ich in Gebet an, ab ihrems. So ein klares Gebet, ich würde mir niemals haben gedacht, weil ich verstanden nicht andere zu beten, als bloß, lieber Heiland, macht mich fromm. Und niemand einmal komme ich so einen Satz nennen. Herr, merk mir die Ohren ob ab mir, dass ich mich zu sein schie, so als du mir sitzt. Dass ich mich als Sünder zu sein schie. Dann denkt ihr mir so, fahne ich Gebet, kann es enthalten. Und wenn ein Mensch verdrängt hat, der packt sich einen Streuhammer. Und ich dachte, das kann ich nicht schaden. Nicht? Und ich fällt meine Hände und am Stelles bete ich dorthin herum, was mir eine Gedanken nennen gegeben wird. Herr, merk mir die Ohren ab mir selbst, ob ich mit so ein wie das du mir sitzt. Und dort Gebet erhielt Gott. Mir spürt sich dazu, als wenn der Tag von der Tür zu sie dreht, und als wenn Gott vom Himmel aus auf mir nachbetet. Und dann war das so bewusst, es spürt sich so, als wenn meine alle Sünden so tödlich zu sein kriege. Ich wollte mir, als wenn ein Dolf, wo die Kreitenschlag irgendwo abbreitet, und dann wurden so eine Dachstrahler, die von allen Sünden bestrahlen. Ich bin abgejagt, ich kann noch nicht haben und ich will auch noch nicht haben. Ich will bloß einmal klar haben, ich will Buße tun. Und das
wie meine Stunde. Als mir das einmal so ewig kam, er braucht schon Prediger, ich habe mich ganz für Jesus, wie er dem so besorgt, er fällt da auf ein Neues mit einem großen Deva, und was mein Hals kann schreien, da, ich weiß, was die Menschen da gedacht haben, aber er schreit, ab Lüdes, Gospodi Pamilo, meine Grächtniker. Und da meint so viel Gott, sie sind da gnädig. Er schreit, was mein Hals hat, mir wird nicht denken, was der andere wird denken, bloß das schreit aus mein Hort. Und dann dachte ich noch so wie an, na, was soll ich wieder beten? Die Menschen beten ja doch länger, die heilen da und die beten danach, was soll ich wieder beten? Mit einmal komm ich, das war da, war ein Stern. Die Arschuld. Wolltest du nicht, dass deine Sinn verzählt sind? Oh, der Tod ist leicht. Mir ging so ein Tag, Jesus hat meine Sinn verzählt. Er konnte mit einmal so klein laufen, aus der Helle Dach, er mögte ihren ob einer Stunde Prediger für mich, und wo mir kreit der Hund, die mir von etwas Neues abzureichte. Dann fragte er nach so verwirrt, hat er nach so, naja, kann man verstehen, ja, von mir stunkert, das schmeckt ich, und das schnupps, er hat jeder Tag noch mit einem, und redet, was ich kann. Und ich hätte mir so ein bisschen interessant, angläuflich an, und sage ich, da glaubst du auch, dass Jesus deine Sinnschuld vergeben hat. Weißt du, wir können sie diesen Fragen stellen, ich würde alle Antworten wählen. Wir jungen einmal beurren zu nehmen, zu sein, wenn diese Menschen alle würden sein, die halt noch einmal, was du da drin hast, das würde mich schon hoher Bräut diesem Glauben wahrnehmen. Et ihr läuft, Jesus hat mich verzählt. Et denkt, wer das belebt hat, der wird von was ich rede. Wer das nicht belebt hat, et würde wünschen, ihr würde das beleben. Wir gehen in ein Haus, ne, als es eine Resit hat, dann sage ich mir früh, steht auf die Neues, in die Erleben. Dann fallen mir das erstmal wie, Mensch, wir schon, wie wo wir Ehre beten, Jesus noch fallen. Aber dann hat irgendwann meine Frau ganz, doch bloß um mich, nicht? Und nun, als ich sage, dass sie sich da auch betiert, ich bin so glücklich, ich bin so dankbar, dass sie den Schritt auch gewirkt hat. Und dann gehen wir in ein Haus, und dann wir mein Ulla, Victor auch noch mit. Und wollte ich dem Jünger, den Jünger schmecken. Weil er hat ja was Größeres vollbracht. Und bei mir wird es also viel, wenn er jeden hat, dann muss das Postre wie immer das rühren. Ne? Und nun hat er was geratet vollbracht als bloß jeden. Er hat so einen Frieden, er spürt meistens die Ehre in ihrer Feuer. Und wir gehen zu Feuer in ein Haus und er hat das ein Mensch für das nicht. Da treibt die bloß alle Typ, nun fehlt der Tabak. Und als wir am Hof kamen, als ich meine Frau gekommen bin, ich ging auf ein Haus, und da hatte ich eine Grätsch, und da hatte ich meine Schmieden. Ich ging auf ein Haus, und nahm den Schmied, und ging jetzt rüht, und das war ein klarer Stirnhimmel. Und dann schied ich in den Hecht, und ich sagte, ein freundlicher Vater, ich meine ihn nicht, aber ich wusste ganz nicht, Gott schied auf mich, und er ist so liebevoll, so freundlich, ich wusste ganz nicht, das nimmt er mir alle nicht für übel. Und heute kann ich so gut verstehen, wenn mir das nie rutscht. Er sagt, Vater, du willst, wenn mir das geht. Er will das, wasch mich und nähe es mein Brocken. Aber lass mich noch einmal. Hör mir das für Gott. Ich will einmal den Rippen nach einer Lunge holen. Und dann schmiede ich das weich. Por favor. Ja, und dann schmiede ich an und trage einmal ab. Und dann schmiede ich das Schmiede bei ihr, den kleinen Typ. Und dann sehe ich, Gott hat mir, ich muss sie so fest an dort, mit meiner eine Kraft tritt das nicht an. Halt mir bitte von dieser Schmiedlis. Wollt ihr, das Trinken, das Schnaps, das hatte ich einmal besiegt an der Schlupfstube, sie im Bad hat eine große Art von Bordelstuhl, alle Hunde. Oder jene alle Rüte, das kostet mir nicht, das Schnaps interessiert mich nicht, aber der Tabak, das geht auf den Kampf, ich wollte nicht pur werden, muss ich nach Säuer beten und ringen und dann immer noch mal in Zug merken, aber ein Tag wird los davon. Und ich bin so dankbar, Gott hat mir geholfen. Ich weiß, ohne Gottes Hilfe würde ich von dem los da nicht losgekommen sein. Aber auch da, die das nicht so lang, dann wird los. Und, wollt ihr, und dann fängt ein interessantes Leben für mich an. Faire Beziehung, Karts, sollte ein Peter Jiesbrecht nach Ehre 2 ihr Namen dort Stadt ein in ihr Rehbilden. Wer wäre dort, wenn wir uns betieren, dann lebt man ja Sünd nicht mehr. Aber das schrieb ich einmal an. Und wir haben das Bett klar. Wenn wir uns betieren, dann werden wir echte Christen sein. Dann werden wir nicht
ein doppeldigit Leben führen, dann soll es bloß ganz, ganz echt sein. Aber irgendwie haben wir beten können, das vollbringen wir nicht. Er sieht noch da am Seite, wenn ein Christenleben, wenn es half so interessant wie aus dem weltlichen Leben. Weil er dachte, Christen kennen ich immer nicht mal in Schaft, das ist echt mehr. Ne? Und er ist ein schaftiger Mensch, mich interessiert, mutig zu sein, mich interessiert, frei zu sein. Und er dachte, das muss ich nicht alle leiden lassen, wenn wir irgendwo das echt merken und dann durch das Leben gehen. Aber irgendwie, da hat verloren gehen, will ich nicht, dann müssen wir das nicht abfahren. Und was meine ersten Erfahrungen wären, was wir uns beziert haben, dann die Freude, die ich da an den zu oben belebt habe, die übertraf alles, was ich dann belebt habe. Und dann fangen wir an, Typ zu kommen, junge Leute haben sich mehr beziert, und dann fangen wir an, Typ zu kommen, über den Tisch nicht zu schreiben, und dann sperrt sich, wie fällt er uns mit so einer Freude, dass wir meist versäffen deuten, dass sperrt sich so, das kann gar nicht später werden, als dort, was wir hier nicht erfahren, das ist der Uttisch, das ist die Erbühung, das ist bloß so schön. Und dann wurde ich ein Christleben. Es ist gar nicht so ein Trüdleben. Bloß unsere Christen dann da haben für jeden, dass sie rat werden, oder was noch sagt, ich weiß nicht, was man da los wäre. Aber einer von den Leicht-Christen von uns, aber tschütze uns. Hast du einen Grund zur Freude? Ja? Das ist doch ihr Rat, oder nicht? Wer ihr Rat ist, der hat doch unendlich viel Grund zur Freude. Und so, wie könnt ihr bei unseren alle Diskos da vorbei, da wird noch gesungen und gedanzt, das interessiert aber nicht. Das ist heute wie alles. Das sind die bloß frech. Wie immer, so eine kleine Tienertje ist vielleicht sogar, wir haben nicht viele Partner, die so alt werden als wir. Wir können von der Historie drehen, Bibel lesen, uttischen und das übertraf alles, was wir dann belebt haben. So fangen uns Glaubensleben an. Und wollt ihr und außerdem einmal entdecken, dass wenn eine Kraft am Gebet wäre, er dachte, das ist doch nicht wahr. Eine Welt, da hat ihr wie verschiedenste Märchen und dann wart ihr gezaubert und dann wird dit, dann haben wir jant und dann wünscht euch dit und wir dort. Und nun lese ich in der Bibel, Matthäus 7, 7, da steht geschrieben, bittet, so wird euch gegeben. Hä? Bittet, so wird euch gegeben. Gott spuß doch nicht mit mir, das stimmt doch. Und ich habe ein paar Dinge, das wir ziemlich schwierig, das konnte ich ja nicht vollbringen. Vielleicht vertelle ich euch den, wir mögen dann die Papiere heute in Deutschland tragen. Und die ersten Menschen, die fuhren, da fuhren ja nicht bloß Christen, Eva, da fuhren ja alle Deutsche Eva. Und die bekaufen die Regierung so sehr, da wird Korruption so groß, dass da futzte sie alle, was da in der Offizina sollten, die wurden im Gefängnis genommen. In der Russen hat gefallen daran, die Deutschen hat nicht schwer zu merken, Deutschland zu tragen. Wir werden da offiziell ladig. Wir konnten schon ein Passaport beantragen, nicht. Und mich angeht aber so in Deutschland, nicht weil da die Brüder in den Endenraum fliehen sollten, weil wir hatten hier in Deutschland ist Glaubensfreiheit. Da kannst du den Glauben frei ausleben. Nein, da hat ein Mensch Bibel schellen. Und das und ja, und wow, da will ich haben. Ja. Und ja, wir das hat nicht mehr die Papieren. Ich hatte alles gottlose Arbeitskollegen, ich war in Mira, da in Hisamir. Dann früher habe ich mich bei meinem Chef gelöst, dass wir dann gekommen ist. Und sagt, ich will vorher meine Passaporte merken. Dann sage ich, da hast du dich gehört, dass du alle Töte aufhitzen und dort wird noch ein halbes Jahr dir, was du dann war, wie im Hand stahlen. Dann hat sie gesagt, lass mich los, ich will gehen, vielleicht ja, wo du dann warst. Dann hat sie ich will nicht vertrauen, dass ich beten war. Aber ich habe dort gelesen, bittet, so wird euch gegeben. Und damit fuhr es los. Herr, nicht stehst du zu dem Wort. Ich denke, wo sind die Christen alle? Woran beten die nicht? Weil hier sind alle Dinge möglich, dem, der da bittet, sagt, der da glaubt. Ich fuhr da in den Hahn, wo der Offizier komme ich da in den Tür und sage ich, da habe ich mit Krüt hier was, so ein hier besser Krüt. Der Stich wurde dann in der Zeit, alles wird zu sein, da werden alle monatelang schon nicht gewusst. Ich mache das Krüt dann bat an der, da wird so ein verpleitet Schild hängt da, der Offizier ist hier bat an einer unbestimmten Zeit. Dann stund ich da so, naja, Aber innerlich am Horten wird früher etwas ganz neu, Gott hat mehr weh als bloß diesen Einwasch.
Als wir noch nicht rausgekommen sind, betet Herr Erbel mit einem Röpner da wäre. Hey, was ist du da? Ich habe ja auch einen Platz da. Na, ich sage, ich will hier nicht auf jetzt. Dann sage ich, es ist nicht alle Tür, was in der ersten Lang zu hören. Sage ich, warte noch, wir wollten wohl lange hören, was da wir kämmt. Wo wo's? Na, ich sage, Papier mir unter den Deutschland. Komm mit. Jemand im Märkte, den Polizei wieder bezieht, irgendwo hoch in eine Office nein, sagt, wie ein höherer Offizier. Und sagt, wies mal her, was hast du für Papier? Leute auf dem Tisch, tschüte. Sagt er, hier fehlen noch drei Dinge. Sagt er, wenn du nicht rauskommst, eine Hüste gehen, und dort wie weit davor, ich muss in der Stadt, in einem Zentrum da. Und sagt er, wenn du rauskommst, die Papiere von Hüste herbringen, sagt er, ich fahre mal in der Stadt, in der Office, wo sie das von dieser Office sowieso haben, dann er kann die Papiere da aufbringen. Ich habe einen Motor nach, und was, ich kann eine Hüste bei uns, habe ich so gedacht. Und die Papiere kommen treten, und mit allen Fällen, wie ich heute nicht mal gefragt, wo das für ein Mensch wäre, wo sollte ich nicht fangen, gerade der Office, Platz da, wo wärst du, wenn ich wieder da nach Töpfe kommen, na, no, seh, die Stütte war ein Tipp, buh, und ich wüsste nicht mal, woher, nicht? Mit einmal kommt da zu der Rüte. Oh, besser tritt? Ja, er ist ein Tritt. Komm. Jens, ich nenne bei denen, hat sie sich das ja, ist alles da. Okay, sag ich, da lernen die einen Passaport, da wird bald reinkommen. Wir brauchen Reisepass, um in den Landrit vor, nicht? Ich komme hier leidlich auf dem anderen, ich habe, oh, vertan, mein Kollegen, Gott hat mich wieder hier, ich habe Sinn, habe belebt. Da schickt mir einmal ernst an, sag ich, in, wer sagt ihr uns? Na, sehen Sie, in, ob wenn stark wird, na, da, wird da Lynch und dann, ja, was hast du getan? Jetzt ein Wort. Und das ist der Eberste, der Geheimplatz. Der hat deine Überstelle geschoten. Deine Papiere kann es für jeden. Das sind nicht für immer wahr. Aber noch nicht. Da wird schon. No, da mögen sich besorgt. Der wird dort, was das ist. Naja, er hat viel mehr erschrocken, nicht? Und ob er das, der verstanden bloß nicht, was hier alles fehlt. Gewöhnlich, die das, wenn der Office, ob wir der Office noch schauen, die das gewöhnlich 2 Monate bei der Passaport ist, dann kommen. Nicht 2 Wochen Lothar, mir ist der Schein, mein Teil da oben wohnt. Mit einmal kommt einer von der Post, sagt er, hey, dann gehofft ihr diese Cellphones nicht. Ne? Da haben sie von der Stadt gefunden, du sollst ganz bosig da in Hand gehen. Dann sagen sie, hoffentlich kommst du noch drin. Ne? Ja, ich habe einen Motor nach, war ich weg. Nun komme ich da an, wo die Office wir, die Tür war, ne? Nun steht ein größtes Meer von Menschen. Ich konnte lange nicht mal bei den Türen fahren, weil dort wir alles von Menschen. Ich stand mit dem Motor auf und schickte sie von weit über die Menschen, über, naja, da hin ist der. Fragt bitte sie hier was erst, na, der Office ist abgegangen, dass wir kommen, nicht? Ich weiß nicht mal, von wo sie mir ein Ei fanden. Wir sehen sie bloß von der Post, als Soldaten haben ja, ne? Und ich stehe noch so, ich denke nicht, dass da 5 Minuten vergehen wären, von da, wo ich ankomme. Ich stehe und schütze eben mit allem, merkt sich da, in der oben, dann kommt ein Frühmensch rüber und schreit ihre ganzen Menschen mehr, wer ist Victor Niefeld? Ich denke, jene Menschen alle so zu sehen. Dann gehen jetzt zwischen mehr von Menschen, nur der kommt näher, sei es hier eine Passaport ist, und euch kommt hier und ihr schrieben, das hier mitnehmen, vor ich. Leidle Reise Deutschland, ne. Dann komme ich rüten, so ich habe vor 10 Minuten, sag ich, der Office ist da, als sie von der Rüte kommen, ich brauche 2 Wege, dass ich hier ordentlich anführe, ich habe alle ein Haus vor. Ja. Und so wurde ich viel Geschichten vertan, bat ob diese Welt. Ja. Ich wüsste, mit dem Herrn zu leben, ist alles andere als langweilig. Alles andere als sinnlos. Und Gott hat wirklich viel Dinge in unserem Leben gemerkt, wo man wirklich stehen kann, sagt, das geht nicht anders, als bloß, dass Gott das tut. Nun, Janke, mit dem Schluss noch ein Wort vorzulesen, mit dem Epheserbrief, Kapitel 2 von vorher betrachtet. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt
in die himmlischen Regionen in Christus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn ihr seid seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit ihr in ihnen wandelt. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst in Fleisch wart, Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fremd wart, nahegebracht worden durch das Blut Christi. Geschwister, wenn ich diese Wort lesen will, dann kann man nicht anders sein, Gott sei Dank. Die Bibel sagt uns so klar, von der Geburt an in dieser Welt sind wir verlorene Sünder. Wir sind jählich död für Gott. Nein, das meint nicht unbedingt, dass ein weltlicher Mensch viel schlechter an seine Worte ist als ein Christ. Vielleicht müssen sich Christen schämen. Weltliche Menschen können so vernünftig sein. Aber das hat nichts mit unserem vernünftig sein zu tun, mit unseren Worten zu tun. Uns Fleisch und Blut ist ein für immer verdorben vor dem Himmel. Wir werden tot in unseren Übertretungen und Sünden. Und Gott hat uns lebendig gemacht in Christus Jesus, wenn wir ihn aus unseren Raden angenommen haben. Nicht weil von der Dojanze ansprechen, die von der noch immer nicht ganz näher wollten, wo sie stehen. Statt und für Jesus wird nie vorzukommen. Wird wir reut sein, am Entgehen zu gehen. Oder wird wir treten bleiben. Wird ihr dort, dort ein Mensch beziert ist, dort Mensch gerat worden ist, dort ist Gottes Gnade, Gottes Erbarmen, der ist nicht beter, der ist nicht schlechter, sondern der haftet einfach verstanden, haftet einnommen. Und wer noch nicht einnommen haft, von dem ist es von der nach ganz, ganz dich beinmählich. Ich würde sagen, vertreibt das nicht. Dann, als mir das erste Mal anreden dort, dann wurde mir das viel, viel leichter, was mit zu betieren. Hätte ich das ab drei Dörfer verschoben, ich wüsste nicht, wohin. Ich wünsche schon, um den Kampf der zu merken, weil dort wir in Norschua. Aber ich wünsche, wenn der Herr vielleicht von der einen oder anderen anreden hat und sagt, Mensch, das jankert mir auch. Dann nehmt das doch an. Jesus jaft das von der Kreuzes einmal umsonst. Noch erst Gnadenzeit, noch jaft der Herr dort. Ich würde einfach mit dir sprechen, wenn ihr möchtet, ihr seid noch nicht betierten Wadeboden. Wenn ihr wollt, oder ja, wenn ihr noch Zwiebeln seid, wird ihr Gottes sind oder nicht, dann blieb doch dritt. Wer da zu dünn ist, an dem zu oben ist, das hat mir mal betiert, da quäle mit mir. Dort da Janzia wird ein schwerer Tod von der Tränen haben, über ihren jesigen Tischstand, über ihren sündigen Tischstand. Dann werde ich einfach beten, das doch so, wenn wir vor zwei ein Schlussgebet haben. Johann wird mit uns ein Schlussgebet merken. Ein Num-Gebet. Das ist doch so, wie all Trägerin will oder ein Haus vorher will, die kleine Abstand, Trägerin, Haus vorher, in das erste Rehen worden, furzladig worden. Kommt doch eine Ferne, sagt uns, Johann, ihr braucht nichts sein, dann wollen wir ganz schnell, wir wollen reden. Und wenn wir reden wollen, dann werden wir ganz behilflich sein, wir sind hier Moja Donja. Dann werden wir mit ihm Typ reden, wir werden vielleicht noch früher, wir werden deutlich merken, wenn man sich beziert in die Tänne von dir, dem Herrn aus ihren Raden annehmen. Ja, das bitte, weil er denkt, er ziemlich sicher, wir werden alle in den Himmel, und wir können nicht ohne Jesus in den Himmel. Heute ist der, heute ist der eine Port, der wollen wir nicht irgendwo in den Himmel begehen, den müssen wir hier begehen, heute ist die Tür zum Vater. Und da werden wir mit Mütter sprechen, bitte, verstockt ihr noch heute nicht, wenn ihr dort geworden seid. Amen.